JunkfoodTaster.com, Folge 2024, und das sind jetzt die Hähnchen-Mini-Schnitzel von Gut Pohnholz. Ja, das ist ein Netto-Marken-Discount-Label. Hähnchenbrustfiletstücke. Ja, ich mache es in der Mikrowelle. Genau. Bei 160 Grad, circa 6 Minuten. Ja, die knusprige Cornflakes-Panade. Genau, was ist denn hier eigentlich drin? Zutaten: 70% flüssig gewürztes Hähnchenbrustfilet. Eiweißwert, wie sich für Chicken gehört, ordentlich gut. 14,5 und 8,1 Fett. Das wird sich jetzt gleich in der Fritteuse ändern. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle reinpassen. Hier kommt mir meine Fritteuse ziemlich klein vor. So, einmal Fritteuse bitte. So. Genau. Hier sind wir. Ach, ich würde sagen, die passen da alle rein. Guck mal, den Korb mal raus. Ja, ich bediene jetzt zum ersten Mal. Gut. Ich mache mal nicht alle, ich mache hier mal so die Hälfte ein bisschen drüber. Jetzt natürlich das Absenken. Ja, da geht's los. Ja, 6 Minuten haben die Freunde gesagt. Ja. Blubbert schön, ne? Blub, 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 blub. Okay, mache ich hier mal den Deckel zu. Damit auf, eigentlich können wir auch offen lassen, stinkt ja sowieso. So, 6 Minuten. Hier richtig ein Hexensud, das ist richtig lustig, guck mal. Ja. Wie das abgeht. Ah ja, gut, aber 5 Minuten, 6 Minuten noch nicht um. So, gleich nochmal. So, jetzt ist es hier soweit, werden wir die Schnitzel mal rausnehmen. Ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich habe leider nicht so eine Zange oder so. Muss ich ja vielleicht noch zulegen. So, das können wir ja damals nicht mehr bei der Mikrowelle zu machen. Kann man ja noch über. Ne, I always cut stuff, sieht super aus. Auf alle Fälle durch, sehr heiß. Genau. Will ich mal probieren. Schnitzelchen probieren. Mhm. Ja, hier ist weiter nichts Besonderes einfach. Man weiß auf alle Fälle, wenn es eine Cornflake-Panade ist. Ja, allein ist das hier gar nichts. Bisschen salzig vielleicht. Ja, ich gebe mal Draw. Ist jetzt nichts Weltbewegendes oder so. Ja. Ist so ein bisschen so ein Pizza-Margarita-Moment. Was will man machen? Genau, ich bin halt ein Junkfood-Reviewer. Ja. So, this is now chicken mini schnitzels from some good Pornhards, which is like a meat label from a local German supermarket in Netto. Yeah, and just like this chicken meat with a cornflakes coating. Yeah, I did it in a deep fryer. Yeah. And basically what we got now is just some meat pieces. Oh. Be careful, unfortunately I haven't got a proper tool to get it out. I may get some. And yeah, 6 minutes, 107 degrees Celsius, and then you end up with this result. Yeah, I'm not quite sure whether this is like
Real feel it. I don't think so. I am debating this all the time, real or not. Yeah, I have to get into like how to make industrial chicken products so that I can tell my viewers a little more. Yeah, this standalone doesn't work. Okay, on the serving suggestion, they have some dip here. Yeah, and you need some. It's boring. The only thing which like is like noticeable would be like the cornflake coating. It's really there. It really feels like cornflakes. Oh my. Yeah, that's it. I have no idea what else to say. Thanks for watching.